Unter der Kategorie Residenz gibt es verschiedene Arten, welche von College Campus, Wohngemeinschaft bis hin zur Jugendherberge reichen. Auf jeden Fall bietet diese Unterkunftsform große Unabhängigkeit sowie Selbstständigkeit. Es gibt dir die Möglichkeit, das Wohnen in einer Gemeinschaft zu erleben. Dies ist ideal, um andere Studenten kennenzulernen und eine tolle Zeit miteinander zu verbringen. Generell bietet die Unterkunft in der Residenz keine Mahlzeiten, was dir erlaubt, das zu essen, was du willst und vor allem, wann du willst. In den meisten Residenzen hast du die Möglichkeit, in der Gemeinschaftsküche zu kochen und mit den anderen Studenten zu essen. Dies ermöglicht ein soziales Zusammenleben und das Ausprobieren von Rezepten aus der ganzen Welt. Schlussendlich erlaubt es dir auch, die Kosten für die Lebensmittel mit deinen Mitbewohnern zu teilen. Falls eine Residenz keine Küche hat oder es nur möglich ist, Essen aufzuwärmen, werden Mahlzeiten in der Cafeteria angeboten oder es befinden sich Restaurants für jedes Budget in der Nähe der Unterkunft. Ein weiterer Vorteil ist die Lage. Die Residenzen befinden sich meistens sehr nah oder direkt im Zentrum der Stadt, anders als bei den Gastfamilien, die selten im Herzen der Stadt wohnen. Die Unterkunft in der Residenz gibt dir die Möglichkeit, ganz in der Nähe der Schule zu wohnen, manchmal sogar im gleichen Gebäude wie die Schule. Auf jeden Fall aber nah zu allen Angeboten und Attraktionen der Stadt. Schlussendlich ist die Unterkunft in der Residenz eine Erfahrung, die gleich beliebt ist wie die Unterkunft in der Gastfamilie, jedoch mit einer internationalen Dimension, nämlich dem Eintauchen und der Interaktion mit anderen Studenten aus allen Ecken der Welt.